kommenden Abend. Aufgrund der langen und internationalen Gästeliste habe ich mich entschieden, meine wenigen Grußworte nicht auf Friesenbergerisch, sondern doch auf mein Hochdeutsch zu halten. Geschätzte Anwesende, ich freue mich, dass ich dieses Gemeinschaftsprojekt von Kultur- und Sportschaffenden miteröffnen darf. Es ist außerordentlich speziell, das hat Regierungsrätin Marlisa Mann-Marxer und durchlaucht Prinzessin Nora bereits mitgeteilt. Die Ausstellung kommt zum perfekten Zeitpunkt. In 29 Tagen ist die Eröffnung der Olympischen Spiele in Rio. Liechtensteins Farben, auch das habt ihr schon gehört, werden von den zwei Schwimmern Julia Hasler und Christoph Meyer sowie der Tennisspielerin Steffi Vogt vertreten sein. Die drei Athleten sind wichtige Botschafter für unser Land und sollen, genauso wie diese Ausstellung, die olympische Bewegung in die Bevölkerung hinaustragen. Die vor über 100 Jahren geschriebene und noch heute gültige olympische Charta fängt mit folgendem Grundsatz an. Der Olympismus ist eine Lebensphilosophie, die in unausgewogener Ganzheit die Eigenschaften von Körper, Wille und Geist miteinander vereint. Durch die Verbindung von Sport mit Kultur und Bildung versucht der Olympismus, einen Lebensstil zu schaffen, der auf der Freude an Leistung, auf dem erzieherischen Wert des guten Beispiels, der gesellschaftlichen Verantwortlichkeit sowie auf der Achtung universell gültiger moralischer Prinzipien aufbaut. Ich hoffe und wünsche mir, dass viele Besucher jeden Alters den Weg in die Ausstellung oder an einer unserer gemeinsamen Anlässe und spannenden Vorträge finden werden. Wenn Groß und Klein sich vom Mythos Olympische Spiele anstecken lassen, haben wir das erreicht, was sich der Gründer der Olympischen Bewegung der Neuzeit, Pierre de Coubertin, mit seinen Worten in der Charta gewünscht hat. Nämlich, dass der Sport seit jeher verbindet und ein Vorbild in Sachen Freundschaft, Leistung und Respekt ist. Ich bedanke mich beim Liechtensteinischen Landesmuseum im Namen des Liechtensteinischen Olympischen Komitees und freue mich sehr auf die kommenden spannenden 6 Monate hier im Landesmuseum.